Was geht ab, Leute? Was geht ab? Einen wunderschönen guten Morgen. Heute haben wir uns mal was anderes überlegt. Ich glaube, zurzeit wird niemand mehr gehypt in der Fitnessszene als er, oder? Ja, Mann. Um wen geht's? Es geht um CBUM, oder besser bekannt als Chris Bumstead. Ja. Mr. Olympia schlechthin, jetzt seit 3 Jahren erster Platz. Sehr junger Kerl, genauso jung wie wir. Das ist krass, ne? Mann. Als du mich gefragt hast, wie alt ist er? Ich dachte, er ist 30. Über 30, so. Ja. Safe. Junge, er ist jünger als ich, das geht nicht. 1995er geboren. Heftig einfach, heftig wirklich. Crazy, auf jeden Fall. Kranker Typ. Seine Form ist, ich glaube, wir müssen nichts dazu sagen. Das ist unbeschreiblich, das ist ja. Unbeschreiblich, okay. Heute haben wir uns überlegt, wir haben heute Pull Day eigentlich. Und dachten wir, Digga, lass doch mal ein Workout von ihm machen. Ja. Er postet ganz viele auf Instagram auch. Auf YouTube gibt es auch Tausende. Wir haben uns jetzt einfach mal eins rausgepickt, genau, was wir auch in unserem Gym machen können. Ne? Jetzt von Insta. Ja, ich bin echt gespannt. Also ich bin auch gespannt. Wir haben schon leicht abgecheckt, das Workout. Das sind nur 6 Übungen, ne, insgesamt. Mit Bizeps. Mit Bizeps sogar. Also 4 Rückenübungen waren das und 2 Bizepsübungen. Da sind auch 1, 2 Übungen, die wir noch nie gemacht haben. Ja, ne? Darauf war ich schon Bock. Ehrlich. Seid gespannt. Ich hoffe, ihr seid so gespannt, wie wir es sind. Jetzt geht's ab. Was drinne? Erste Übung war Latzug. Wärmen uns jetzt erstmal auf. Die Aufwärmsätze zählen wir nicht dazu. Lieber macht immer 3 Sätze. 12 bis 15 Wiederholungen. Und die ersten 6 Wiederholungen bei den Sätzen, da macht er mal so einen Pause-Rap. Also hält unten kurz, pausiert und dann geht er hoch. Komm. Okay. Erster Satz. Jetzt. Wie viel Kilo nehmen wir? Mach mal. Das Ding ist, er macht Full Stack, aber ich schaffe Full Stack. Mach mal 70, oder? 70 ist gut. Und vielleicht als kleiner Tipp, wenn ihr euren Lat wirklich fokussieren möchtet, dann versucht nicht so weit nach hinten zu springen. Weil je weiter ihr nach hinten geht und je mehr ihr so macht, desto mehr hintere Schulter und Oberrücken. Wenn ihr nur den Lat treffen wollt, gerade und eure Arme nicht so, versucht sie nah am Körper runter zu, als kleiner Einschub. Ja, wir wollen hier nicht rudern, ne, sondern den Lat treffen. Jetzt wollen wir wie CBUM werden. Let's go. Erster Satz. Ich mache nie so viele Wiederholungen, Digga. Ah, ich glaube, ich habe ein bisschen zu eng. Das geht voll auf Bizeps, Menge gerade. Nicht zu eng. Weiter. Ein bisschen breiter muss ich greifen. Aber ja, hey. Let's go. Digga, ich weiß gar nicht, wie viel Satz ich für Wiederholungen. Ich habe auch nicht mitgezählt. Ich glaube, es reicht. Ha. Geil. Und? Es bockt. Aber es war schon hart, ne? Okay, jetzt noch 2 Sätze, let's go. Easy. Erhöhst du das Gewicht? Ja, vielleicht schon 5 bis 10 Kilo. Ja? 5 Kilo geht safe. Ich habe gemerkt, 75 ist schon zu viel für mich. Das war kritisch schon. Ich musste kämpfen. Beim letzten habe ich schon gemerkt, ich habe ein bisschen gecheatet. Also ich glaube, ich bleibe bei 70. Lass mal hier mal einen CBUM-Pump enthüllen. Digga, fast so breit wie CBUM. Kommt schon gut ins Spitzen. Letzter Set. Das sieht schmal aus. Was für schmal, Digga. Das sieht für mich nicht schmal aus. Dieses High-Rap fickt mich, Mann.
Sätze. So, dritter Satz, Digga, das bist du immer ungewohnt, finde ich. Wenn man runterzieht, man versucht direkt wieder hochzugehen, weil ich das nie mache. Und dazu, ja, ich weiß, ich hab's auch eben fast vergessen. Wie viel hast du gemacht? 12 oder so. Das sind echt zu viele Reps. Das ist hart, ne? Guck mal, das ist wie Cardio schon fast. Aber der Pump ist da. Guck mal, ehrlich. Direkt. Was ist da ein Pump? Ja, nicht so bescheiden hier. Okay. Aber ey, bisschen Bock da schon. Das Bock, ne? Das ist mal was anderes. Aber mehr als 3-4 Sätze. Ja. 4 Sätze wird echt knapp. 3 Sätze ist echt okay. Das ist auch schon hart. Ja. Okay. Gefühlt habe ich 4 Sätze gemacht in 3. Ja. Okay. Next exercise. So, zweite Übung. Hier Kabelrudern. Ne? High Row am Kabel. Ich glaube, noch zwei Sätze nur. 15 plus Wiederholungen, also mehr als 15. Tschüss. Und er hat auch geschrieben, dass er irgendwie einen Deep Stretch hat, also komplett die Schulter eins aushängt und auch komplett kontrahiert. Ne? Die Bank haben wir hier auf. Wie viel ist das? 30 Grad? Ja. Wir wussten nicht genau, aber so sieht es ungefähr aus. Wenn ich diese Sitze, Digga. Magic Mike, Digga. Und spürst du es? Das ist ungewohnt, Digga. Aber ist ganz geil. Das ist geil. Da muss ich ein bisschen reifen erstmal. Das ist cool. Bisschen anders als wenn wir aufrecht sind. Ja. So. Ja. Das ist mehr so wie von oben, so ein bisschen eng. Ja, ich sehe schon. Ja. Ja, probier's mal aus. So. Sexy, Mann. Wo ist der Herz gepackt? Ich glaube, er hat sich nicht ganz draufgelegt. Du hast bei mir auch so. Wie kommst du nicht lachen, Digga? Ja, das sieht gut aus. Digga, Sinan. Sinan, nicht Sinan. Sinum. Bock da schon, ne? Hat was, ne? Ja. Es war ein bisschen mit Wiederholung mit Rücken und der Position, dies, das, so. Ja. Aber sonst ist echt geil. Man kann voll geil ins Match gehen, weil du halt hier die Abschütze hast. Ja. Und ja. Wie viel Wiederholung hast du gemacht? Ich hab's mehr als 15 gemacht, aber ich hab das auch nicht komplett gezählt irgendwie. Ich kann nicht mehr als 15 zählen, leider. So. Das war schon, Digga. Ja. Zwei Sätze, das fühlt sich komisch an, ne? Ja. Yeah. Ziemlich witzig an, aber kommt schon ins Schwitzen. Also ich spüre es auch. Echt eine geile Übung. Kann man machen, ne? Ja. Das Problem ist halt, ich habe noch keinen Bock, eine Bank hier hinzu. Ja, Mann. Ja, safe. Ist aber es ist geil. Ja. Wenn es leer ist, dann werde ich es öfter machen, glaube ich. Rotisch, Digga. Den Haut, Schmerz in deinen Augen. Meine Haut fängt an zu kribbeln. Ich bin richtig warm. Ja. Man schwitzt richtig, ne? Das ist geil. Ja. Okay. Ich würde eigentlich noch gern einen machen, Digga, einen Satz, aber. Mach doch, Digga. Ja, der Plan beschreibt das. Ja, okay. Aber fühle ich. Ich hätte auch gern noch einen gemacht. Nächste Übung sind Chest-Supported Dumbbell Rows. Und dabei hat er seine Arme richtig weit weg. Das ist wie so T-Bar Rows, weißt du? Das machen wir hier auf der Bank. 3 Sätze, 12 Wiederholungen und dabei soll darauf geachtet werden, dass man komplett ausstreckt. Also er lässt die Schultern sogar schon fast hängen und beim Anziehen konzentriert man sich drauf, die Schulterblätter zurückzuziehen. Und so, so, das ist wichtig. Digga, ey, die Übung schwer, als ich dachte. Ja?
krieg die Arme nicht so weit auseinander. Schön. Ja, hab ich schon gut gemerkt. Schwierig. Und das Gewicht? Ich weiß, okay, Digga. Ja. Also zählt ich muss mich erstmal darauf konzentrieren, dass man die Arme weit, komplett weit ja. vom das Körper lässt. Ne? Das machen wir fast nie. Weil, Digga, ich hab's auch gemerkt, wir haben nicht so eine tiefe Rückentiefe. Beziehungsweise ich nicht. Ne? So. Ich auch nicht. Und? Junge? Junge, du wolltest 30 Kilo machen, hast du? Nee, Bruder, ich dachte, das wäre so auf denen wie Kurzhantelrudern. Also ich merke, dass viel auch auf den Trapez geht bei dir, so, ne? Schon fast Nacken gefühlt. Das ist halt mehr oberer Teil des Rückens. Mhm. Weniger Latt. Ja. Ich muss sagen, ist bisher nicht so mein Favorit, die Übung hier, gell? Nee. Wahrscheinlich, ja, weil es ungewohnt ist. Ja. Besser geworden. Ja, da bist du auch auf jeden Fall. Ich bin auf meine hintere Schulter nicht mehr konzentriert. Wahrscheinlich. Mich schon, ne? Das Ding ist, ich hab's auch bei dir beobachtet, ich hab's auch selber gemacht. Man zieht den Nacken so ein bisschen hoch, ne? Gefühlt. So, ja. Es wird besser. Es wird besser, wenn man es öfter macht. Ich hab's jetzt besser gespürt auch. Ja, ne? Ja. Die vierte und letzte Rückenübung. Unterhand, Langhantelruder, ne? Ja. Davon macht er auch zwei Sätze mal wieder nur. Ja. 12 bis 15 Wiederholungen. Digga, diese zwei Sätze, sag mal, ich find das immer so wenig. Ja. Ich glaube, Bruder, bist ein aufrechter, ne? Ja. Bist ein aufrechter, mach ich gleich. Also mehr reinziehen. Ja. Ah. Und? Oh, okay. Okay. Ich hasse Gewicht kann man gleich erhöhen noch ein bisschen, aber. Was? Gewicht erhöhen. Ja? Ich hasse diese Übung, ehrlich. Ich weiß nicht wieso, ich glaube, weil mein Unterrücken, es geht voll auf Unterrücken immer so zu halten, ne? Ja. Ist zu schwach, Digga. Ist auch relativ flach. Also, ja, okay. Ja, steht relativ hoch. Ja, ich glaube, dann ist es einfach auch. So. Ist so. Okay, zweiter Satz. Ich versuche jetzt ein bisschen aufrechter zu stehen. Nehmen wir es maximal 45 Grad, wie er runtergeht. Ja, deswegen. Und? Okay, ich hoffe, es ist besser geworden. Ja, ja, war es aufrechter. Ja. Ist besser? Ja, ist einfacher. Ist einfacher, ne? Ja, es geht. War genauso schwer in dem Gewicht und so. Achso. Haben wir sogar erhöht, weißt du. Aber okay. Probier auch. Schaffst du. Eigentlich wollte ich nicht so viel Gewicht machen, aber egal. Schaffst du. Let's try. Ist einfacher, finde ich. Ja. Eindeutig. Geht weniger auf den Unterrücken, ist aber auch irgendwie angenehmer. Ja, das war's dann auch mit dem Rückentraining, ja. Ja. Und, ist dein Rücken ausgelastet? Ehrlich zu sein. Nein, aber auch weil wir viel Pause gemacht haben, ne? Ja. Und auch mit dem Aufnehmen. Okay. Aber es ist geil, diese Variation drin zu haben, fand ich. Ich glaube, wir haben gerade mal 10 Sätze Rücken. Das am Anfang hat mich gut gerippt, bin ich ehrlich. Diese 15 Wiederholungen. Aber jetzt, ich könnte noch ein paar Übungen machen, ehrlich zu sein. Safe. Oder was sagst du? Das gleiche, glaube ich, nochmal machen. Das gleiche nochmal? Also unser Training direkt am Rand haben. Ja. Ja, ein paar Sätze, mehr Sätze wäre schon nice gewesen. Da mit der Übung. Wir müssen auch sagen, das war ein Workout von ihm, ne? Ich weiß nicht, vielleicht war das speziell für die Vorbereitung jetzt oder so. Ja. Weiß man nicht. Okay. Und jetzt geht's ab zur Bizepsübung. Ja. Zwei Bizepsübungen noch. Zwei Biceps. Ja, gucken wir mal. Erste Bizepsübung. Dumbbell Curls. Relativ klassisch. Hier, er macht die gleichzeitig. Er meinte Deep Stretch, also richtig stretchen unten und bei der Bewegung die kleinen Finger richtig squeezen, richtig zusammendrücken währenddessen. Genau. Sie gleichzeitig drei Sätze, ne? Ja. 10 bis 12. Let's try.
Junge, diese Arme, Digga. Da kann Seabaum sich was von dir abgucken. Ja, Digga. Digga. Ich bin ganz verlegen, ja. Aber auch, nee, aber das ist schon hart. Ja? Aber es ist halt, die Übung kennt man. Sagen wir so, ne? Ja. Ja. Die Übung, die Bank ist übrigens nicht komplett gerade, sondern ein bisschen nach unten. Digga, guck dir jetzt schon deine Arme an, du Wichser. Und? Ey, das fühlt sich echt geil an. Geil, ne? Ey, fuck das. Du kannst gar keinen Schwung holen, so. Vor dem Stretch. Dritter Satz. Und? Digga, die Übung zerstört richtig. Ehrlich. Das ist unnormal doll. Vielleicht hätte ich da auch ein bisschen weniger nehmen müssen. Gegen Ende. Ja. Erster Satz war okay. Aber zweiter Satz. Die Pump ist drinnen, ne? Sieht man. Platz, Digga. Geil. Das ist crazy. Okay, dritter Satz, 14 Kilo, das wird echt, kritisch. Ne? Aber was bockt. Jetzt noch eine Bizepsübung für den kurzen Kopf. Ich weiß, ihr seid neidisch, dass ich das gerade anfassen darf. Jetzt letzte Übung, Bizeps. Jo. Langhantel Curls, ne? Ja. Mit moderatem Gewicht, eher leichtes, ne? Wir haben jetzt 5 Kilo drauf, also 30 Kilo insgesamt. Ja. 10 bis 12 Wiederholungen. Digga, ich liebe diese Übung einfach. Die ist gekonnt, weißt das du? Sieht auch gekonnt aus, Digga. Das sieht auch schon gekonnt aus. Weiß nicht, Digga. Eine meiner Lieblingsübungen. So. Auch ja. Viel geiler als Asset, weißt du. Hier hast du viel mehr den Peak hier drin. Hier. Cool. Das ist echt geil. Was sagen gute wir Wahl, eigentlich? Die waren, Digga. Ein bisschen erhöht, ne? 7,5. Ja. Sieht immer noch wenig aus, aber mehr schaffen wir leider nicht. Eigentlich arbeite ich nie mit diesen 1,5er. Kennst du? Eigentlich so selten. Das sind so kleine Sprünge, die lohnt sich gar nicht. Ja. Direkt 5 drauf. Also 5, ja. Also Bizeps kann man machen. Gecheatet, Digga. Ja. Und gerade mal 2 Sätze. Komm, 2 noch. Ja. So, fail, Digga. Ich hab nur 6 geschafft oder 7. Für den letzten darf ich Gewicht runternehmen. Ist so hart. Ey, Arme ist echt brutal. Wirklich. 100%. Pump. Boah. Ja, das war's mit dem Training eigentlich, ne? Das war's mit dem Training, ja. So, wir sind jetzt durch mit dem Workout. Zurück im Auto. Draußen war es mal ein komplettes Ungewitter, ne? Digga, heute ist richtig. Das ist Orkan, Digga. Alle haben uns gewarnt, rauszugehen, aber. Ja, das war mein Shake nach dem Training, ne? So wie immer. Yes. Das ist Kiwi Erdbeergeschmack. Ja. Clear Isolate. Schmeckt wie Fruchtzwerge. Ja, schmeckt echt wie Fruchtzwerge. Naja, was sagen wir zum Workout? Ja, das Training war ganz nice so vom Gesamten her. Aber jetzt von den Rückenübungen fand ich das halt, wie im Training schon erwähnt, ein bisschen zu wenig. Ja, ich hätte auch gern mindestens immer 3 Sätze gemacht. So diese 2, von diesen 2 Sätzen halte ich irgendwie nicht so viel. So, nach 2 Sätzen wäre ich gerade mal warm gefühlt, weißt du? Okay, so. Aber sonst, die Übung war nice. Die Dingsensübung war auf jeden Fall richtig nice. Diese mit dem Kabel, ne? Und dem mit der Bank, das fand ich echt geil. Kann man öfter mal machen so. Aber sonst diese Dingsens, T-Bar da mäßig, da, das war echt ein bisschen ungewohnt. Ja. Aber da merkt man, das ist auch unsere Schwäche, ne? Ja. In unserem Rücken. Da müssen wir ein bisschen dran arbeiten. Diese Pause Reps fand ich auch geil. Ja. Überleg ich vielleicht auch mal. Auch ein bisschen mehr High Reps vielleicht. Pause Reps hatten wir damals mal so bei Bankdrücken gemacht, ne? So, das war die einzige Übung, wo wir es überhaupt mal gemacht hart hatten, so, aber jetzt bei Latzug kann man es auch ganz geil machen, ne? Das stimmt. Das hat schon ganz gebockt. So. Ja. Und auch dieses, wie gesagt, dieses 12, 15 Wiederholungen in hohem Wiederholungsbereich, das kann man echt häufiger mal machen. Weil ich merke so immer nach 8 Wiederholungen, mehr als 8 geht bei mir mal selten.
gerade nicht so bei schweren Übungen. Und da kriegt man auch dann viel mehr Pump rein. Ich habe das schon gemerkt, ey, auch. Also umso mehr Wiederholungen machst, desto mehr Blut pumpst du in deine Adern rein, desto mehr poppen die raus, ne? Aber man muss auch dazu sagen, das ist natürlich speziell auf ihn zugeschnitten, dieser Plan. Ne? Also das ist jetzt nicht für den Normalo gemacht, würde ich mal sagen. Auch so seine Schwächen auszugleichen. Wir haben das Workout auch nochmal für Insta abgefilmt. Ja, ne? Stimmt. Ja, könnt ihr da mal durchswipen, falls ihr es vor Ort mal schnell haben wollt. So, ne? Ja, schreibt gerne mal in die Kommentare, wie euch diese Art vom Video gefallen hat. Ob wir noch andere Workouts testen wollen. Ich fühle sowas. Ich finde das geil. Ganz nice. Ein bisschen Abwechslung. Auch nach 11 Jahren Training, Digga, man braucht ein bisschen Abwechslung. Du kriegst halt neue Übungen rein. Das ist nice. Irgendwie so, zum Beispiel 2 neue Übungen heute. So. Ja. Vielleicht spürst du auch mal anders den Muskel, so wie du ihn noch nie davor gespürt hast. Falls euch das Video gefallen hat, gebt dem Video ein Like, abonniert uns, falls ihr es noch nicht getan habt und sonst. Ja, schreibt es in die Kommentare, was für Trainingspläne wir noch durchnehmen sollen, ne, von anderen Leuten. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal.